Topfgucker TV empfiehlt. Bei meinem pochierten Eigelb nutze ich eine kleine Schale. Da tue ich auch ein bisschen von dem gerösteten Sesamöl rein. Und dann trenne ich das Ei. Jetzt kochendes Wasser und jetzt gebe ich die Schale mit dem Ei in das Wasser. Da bleibt das jetzt 3 Minuten drin stehen und dann ist fertig. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.